Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier in Splatoon 2 Online, diesmal mit der Airbrush RG am Start und eine neue Map mit dem Namen Absyl Museum, die jetzt leider noch nicht dran gekommen ist, aber okay. Und ich werde es jetzt in Zukunft so machen, weil ich einfach komplett random irgendeine Waffe genommen habe, die ich einfach Bock hatte, oder irgendeine Waffe, die sowieso früher oder später irgendwann dran kommen muss, deswegen. Weil ich sowieso jede Waffe in jedem Port spiele oder vielleicht mal zwei, wie ich immer so Lust drauf habe. Ist selten der Fall, aber wird auch mal so mal der Fall sein. Und wie gesagt, ich werde jetzt so machen, dass ich jetzt nach der Liste in Artis Waffenladen jetzt rangehen werde, um mehr den Überblick zu verschaffen. Weil wie gesagt, ich habe nur noch teilweise, habe ich nur noch Ahnung, mit welcher Waffe ich wirklich gezockt habe. Und das war jetzt nicht so geil. Ah, das war scheiße. Das war jetzt ein bisschen scheiße. Aber ja, okay, gut. Mich kann man sogar noch sehen, diese Hackfresse. Aber okay, gut. Besser als nichts. So ein bisschen dunkel beleuchtet. Ich wollte nur weggehen, Mann. What the fuck? Was ist... Hä? Gerade mal die erste Runde und schon geht's hier los. Was ist denn das für ein Kack? Egal. Ich mach sowieso nur wieder normal. Vielleicht mach ich beim nächsten Mal wieder. Alter, könnt ihr mal chillen, Mann? Was ist denn los, Mann? Piss dich, dankeschön. So, übrigens kommt der Sprengler und die Sebisphäre im Spiel überhaupt. Mit dieser goldenen Airbrush. Ich glaube, die Runde können wir schon mal vergessen, weil wir hier sowas von hier gespawntrapped werden. Irgendwie habe ich schon so das Gefühl. Auf definitiv. Ich versuche hier noch irgendwas hinzubekommen, deswegen wird schon irgendwie. Wird sowieso nichts mehr, aber naja, ein Versuch ist es ja, es ist trotzdem wieder noch wert, als von daher. So, schön den richtig weggenommen hier. Nö. Ja, der müsste gleich kommen. So, schön genommen. Aber die Runde schaffen wir auf jeden Fall nicht mehr. Definitiv nicht. Das können wir vergessen. Wir müssen versuchen, auf jeden Fall noch irgendwas einzufärben. Das ist auf jeden Fall klar. Und ich behalte meine Ulti für den sicheren Fall hier. Hahaha, denkst du, ne? Fühl dich nicht so weiterhin cool. Aber wenigstens konnte ich einen ran nehmen, also von daher. Ja, komm am Arsch. Nee, schade. Nee, nee, nee. Ich habe noch einiges versucht, aber... Ah, wobei? Nee, oder? Lol, ich glaube, durch meine Hilfe würde ich mal so andeuten, haben wir schon geschafft. Ja, sogar 2000 Punkte geschafft. Cool. Also, dass wir das noch geschafft haben, ist ein Wunder, weil ich habe wirklich schwören können, das wird gar nichts mehr. Aber ja, gut. Vielleicht läuft es ja nochmal gut. Nächste Runde. So, dann wird es jetzt doch Zeit für das Absyl Museum. Sieht irgendwie fast so ähnlich aus, wer sich an den Film da erinnern kann. Besuch im Museum. Irgendwas mit Besuch im Museum? Dieser komische Film oder so, wo im Museum. Also irgendwie die ganzen Leute oder Tiere oder whatever irgendwie lebendig werden, wenn es nachts ist. Nee, nachts im Museum, so hieß das. So sieht das irgendwie fast aus auf den ersten Blick. Vielleicht bin ich auch nur dumm und keine Ahnung. Hohoho. Ah, nee, 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 das war ein Fehler. Ich glaube, ich gehe mal wieder weg. Setz mal den Sprengler mal ein.
Aber die Map sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus, weil die wurde ja nur so komisch von oben gezeigt, also von diesem Vorschaubild da. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, wir bleiben da irgendwo da oben. Aber nee, voll falsch. Wir bleiben hier die ganze Zeit hier auf dem Boden. Sieht voll nice aus, ist cool. Nee, so haben wir nicht gewettet. Nee, wobei, ich bleib mal hier. Man kann... Ah nee, man kann doch nach oben, aber nur ganz kurz. Cool. Hier wurde auch nicht eingefärbt hier. Lol. Ja, da waren einige Leute mal ein bisschen zu faul, hier mal mit einzufärben, ne? Schade. Hätte klappen können. Wäre zu schön gewesen. Oh nein. No. Boah, wenn der mich jetzt noch gekriegt hätte, ne? Boah, das wäre dann so peinlich gewesen. Boah, der Wurf war gar nicht mal so scheiße. So, haben wir den erstmal richtig schön weggenommen. So. Was bei den Gegnern sowieso ziemlich scheiße aussieht und bei uns sogar recht gut. Ist ja alles in Ordnung. Ist ja alles schön. So. Den haben wir auch bekommen. Springen wir nochmal hier hin. Ha, lol. Den habe ich ja voll weggecheckt. Das war schön. Nö, so haben wir nicht gewettet. Nee. Sehe ich nicht ein. So sieht's doch aus hier. So muss es aussehen hier. Schön am Einfärben hier. Läuft doch alles so gut. So muss es immer laufen. Das ist doch schön. Boah, der Sprung war schon knapp, ne? Nö. Oh, der Kill war nice. Krieg ich noch die 1000 vielleicht? Na, nee, ich glaube nicht. Ich glaube mal nicht. Aber gut eingefärbt. Aber die Map sieht voll cool aus, muss ich sagen, ne? Ist ein richtiges, nices Museum, ne? Ist cool. Mit einer goldenen Airbrush. Bin ich wieder auf dem ersten Platz. Passende Farbe dafür. Perfekt. Ist doch schön, bald bin ich auch Level 30, das ist schön. Danach juckt es mich sowieso nicht mehr, wegen den Waffen. Aber egal. Ja, machen wir auf jeden Fall noch eine Runde. Definitiv. So, letzte Runde. Dann war's das erste Mal. Aber ja, sind wir nochmal im Museum. Das freut mich sogar, weil für die 3 Minuten bringt das nicht gerade viel. Aber ja gut, ja, wir sind ja auch mit der Airbrush gut bedient. Das ist schön. Naja, die habe ich ja wenigstens gefeiert oder so. Aber irgendwie benutze ich die nicht mehr so häufig wie damals. Weil damals habe ich die wirklich sehr oft benutzt. Egal ob es jetzt die silberne war oder die goldene oder whatever irgendeine. Mal schauen, ob davon noch diese komische andere Variante noch rausgebracht wird. Schade. Dass ich den leider nicht mitgenommen habe, ey. Oh Gott. Ah, setz mal einen Sprengler ein. Bringt zwar nicht viel, aber egal. Tja, das war aber nix, ey. Pablo XX. Klingt wie so ein Kitty, aber okay, gut. Hä? Erstens, wo kam der her? Zweitens, wie wurde ich bitte schon getötet? Wie gesagt, ich habe nichts mitbekommen. What the hell? Und es steht Gefahr für uns. Na, nee. Sehe ich ja mal überhaupt nicht ein. Alles einfärben. Töte die Gegner. Das ist ein Aufruf an jeden. So, mach dein Ding hier. Ich werde mal ein bisschen Rückendeckung geben. So, sehr schön. So, ich habe jetzt auch mal die Sebisphäre voll, dass ich die auch mal benutzen kann.
doll. Der war schön. Oh, ja, hallo. Bin doch nicht umsonst ausgewichen, dass er mich noch gekriegt hat. Hier. Das geht ihm noch gut hier. Dann noch eine Minute. Jetzt ist es ein Vorteil für uns. Vielleicht mehr oder weniger. Wir geben uns mal wieder hier auf feindlichem Territorium. So. Wenn mein Teammate das nicht schon gebacken kriegt, dann mach ich das. Ich krieg das hin. Ich bin hier der Pro. Hä? What? What? Ah, nee. Ach so, nee. Ich dachte, die wird jetzt schweben. Lol. Ich hätte jetzt gedacht, die wird jetzt wirklich schweben, weil das jetzt so komisch aussah von beiden. Die kann man nicht kaputt machen, leider. Auf dem Weg dahin. Hä? Bin ich dumm? Verdammt! Noch ein kleines bisschen, da wäre noch verreckt, aber okay. Ach, das ist doch schön. Nochmal gewonnen. Wunderbarer Abschluss. Und ja, dann würde ich mal sagen, hören wir mal auf. Aber war ganz cool. War schon ganz cool. Es war jetzt ganz kurz. Und zwar auf jeden Fall 3 Runden. Dabei bleibe ich jetzt auch. Aber deswegen würde ich sagen, gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und wie jetzt Patrick sagen würde, ist der eigentlich Finger, aber egal, ist der Daumen oben. Wird man nicht loben. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut. Tschüss.